Otto-san! Deine du Pilzkopf. Piccolo! Bring meinen Sohn mal zum Friseur, Mann. Was hat der für eine Friese? Ich dachte, ihr merkt jetzt ab Drip. Hey, I'm Goku! Und heute mit weiteren Episode Battles zu Goku. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Nachdem wir in den letzten Folgen die oder das What-If-Szenario Seite an Seite gespielt haben und mich das wirklich sehr überrascht hat, nehmen wir heute mal den normalen Pfad oder machen den weiter, weil ich würde gerne im Endeffekt von allen Charakteren alle Stages ihrer Episoden-Battle schaffen. Also gehen wir in den Saiyajin-Arc und zwar zu diesem Zeitpunkt hier. Hier musste ich mich nämlich entscheiden, ob ich Piccolo mitnehme, also mit Piccolo gehe, so wie es im Anime war, oder ob ich ohne ihn gehe. Und ich habe mich dafür basically entschieden, ohne ihn zu gehen. Hat ein What-If-Szenario getriggert. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall gerne an. Und heute bin ich mal sehr drauf gespannt, wie die normale Story weitergeht und ob diese auch ein What-If-Szenario hat. Let's go, Leute. Wenn euch das Ganze, by the way, im Endeffekt gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, als auch ein Abo auf dem Kanal, falls ihr die zukünftigen Sparking Zero Videos nicht verpassen wollt. Sparking Zero ist heavy, Alter, wirklich. Das gefällt mir richtig, das Spiel. So. Genau, wir gehen jetzt mit Piccolo, also wir tun mit Piccolo zusammenarbeiten. Mal schauen, was jetzt abgeht hier an der Stelle. Ich sehe Bulma, gib mir den Drachenradar. Dankeschön. Weiter geht's. Jetzt zum Piccolo, los geht's. Glaubst du, du kannst mit meinem Jinuju mithalten? Ich mag den, er frontet den. Das soll wohl ein Witz sein. Wenn es ums Fliegen geht, stecke ich euch erbärmliche Menschen alle in die Tasche. Ja, okay, Piccolo, mach langsam, Junge. Und die gucken nur zu, alright. Genau, jetzt kommen wir... Oh, sind wir bei Raditz jetzt. So, Raditz sperrt den entführten Son Gohan in eine Raumkapsel ein. Son Goku will einen Überraschungsangriff landen, aber Raditz entdeckt ihn mit seinem Scouter. Jetzt muss sich Son Goku Raditz direkt stellen. Ikuse. Oh, ich hatte dich für klüger gehalten, Kakarot, aber du hast keine Ahnung, wie viele Nummern zu groß das für dich ist. Damn, stopp, ich wollte es auf Englisch stellen eigentlich, damit ich während dem Kampf verstehe, was die labern. überspringen wir die Nettigkeiten, die wollen nicht ausschalten, ganz einfach. Tut mir leid, Bruder. Ich habe über mein Angebot nachgedacht und meine Meinung geändert. Du würdest uns nur ausbremsen. Und für dein Verrat am Volk des Saiyajin wirst du sterben. Hat der Molger, komm ran. Muss ihn aber jetzt auch wirklich wieder schnell besiegen. Kann sein, ich versuch's mal. Was, Präsento? Nervt mich. Ich hab's nicht geschafft, ihn zu besiegen. Hätte das wieder ein What-If-Szenario getriggert? Also gut, Freunde, es gibt tatsächlich hier noch What-If-Szenarien. Und zwar muss ich Raditz höchstwahrscheinlich besiegen. Also wir müssen ihn dappen, wir müssen besiegen mit den Fetzen. Und dann gibt es noch mal What-If-Szenarien. Hey, das ist so geil, das so herauszufinden, ne? Und ich bin jetzt darauf gespannt, wie es hier halt weitergeht. Das habe ich schon alles gesehen. Und zwar gucke ich natürlich zur Sicherheit nochmal in die Kampfdetails rein, aber ich gehe aber sehr stark davon aus, dass ich ihn besiegen muss. Und dann bin ich mal darauf gespannt, wie dieser Pfad weitergeht oder ob der sich verbindet mit mit dem What-If-Szenario von Krillin oder so. Mal gucken. Ja genau, besiege gerade jetzt schnell. Okay, das ist jetzt unser Goal. Und genau, ich habe auf Englisch gestellt, weil wie gesagt, so kann ich einfach mithören, während wir kämpfen. So. No, 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 chill mal kurz. So. But since you were too stupid to heed my warning, you're not going to survive another day anyhow. Auf jeden Fall Sparken Mode Spam, KMR Spam, um den schnell zu finishen. Perfekt, zwei Leben nur noch. Direkt wieder in Sparken Mode rein, er sieht mich nicht, das nehmen wir an. Er sieht mich immer noch nicht mit seinem Scouter. Hier, Bruder. Hier bin ich, Junge. Chill, Piccolo, chill, ich hab das. Ich hab das, I got this. Lazy fool. Ja, ist schon geil, während dem Kampf noch zuzuhören, was sie so schwätzen. Wirklich, ich muss sagen. Ja, ja, na, Höllenspirale, chill, ich hab das, Piccolo. Sei einfach ruhig. Wie? Wie, das hat er nicht gefinished? Hat es dich getroffen, oder was? What? Das muss jetzt gereicht haben, oder? Schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir ihn besiegt. So.
Höllenspirale brauchen wir nicht. Hat einfach der Fress. Wir haben ihn besiegt. Mal gucken, was jetzt kommt. Also. Sparken-Episode hier schon? I don't think he's got the will to fight anymore. Wie geil! Warte, was? Jemand, der meine Freundin töten will, ist nicht mein Bruder. Wir haben einfach gewonnen, wir haben den einfach gefetzt. Jetzt sollst du lieber von diesem Planeten verschwinden und nie wieder kommen. Der droht dem einfach. Lassen wir gerade jetzt fliehen oder tut Piccolo ihn besiegen, töten? Gohan, das wird schon. Du bist der armseligste Saiyajin, der mir je untergekommen ist. Jetzt zeige ich dir, wie ein wahrer Krieger handeln sollte. Sprich dein letztes Gebet. Ich muss dodgen. Nein, Piccolo, warte. Alter, dodge, Goku. Ey, wir sind einfach gedodged, wie witzig. Ich sehe es einfach first person, wie der draufgegangen ist. Ja, jetzt kommt vor allem Alumni, jetzt hat er gesagt. Verdammt, besiegt von einem dreckigen Wurm. Weg mit dir, Junge. Das hätte ich aber einfach gewonnen. Du hast mir das Leben gerettet, Piccolo. Ohne deinen perfekten Schuss würde ich jetzt auch auf dem Boden liegen. Ich freue mich so, Goku, ich mag den. Wie cool, Piccolo, Alter, was ist jetzt los? Wenn ich ehrlich sein soll, wäre es mir lieber, du wärst tot. Aber deine Freunde würden dich kurz darauf einfach mit den Dragon Balls wiederbeleben. Ja, true, true. Dragon Balls! Ey, Spoiler, King Piccolo. All seven combined have the power to grant any wish. Even if it's bringing someone dead back to life. Bruv, warum droppt er diese Infos einfach so? Der legendäre Brain Prodigy Strategist Piccolo droppt einfach eine Info nach der anderen. Alles, was passiert ist, wurde übertragen. No way. An meine beiden Saiyajin-Kameraden im Weltall. Wenn sie erfahren, dass ich getötet wurde, werden sie kommen, mich zu rächen. Ja, Piccolo, jetzt guckst du dumm, hä? No way! Wait, die anderen beiden Saiyajin, wann werden sie eintreffen? In einem Jahr! Zwei von ihnen sogar noch stärker als er? Yes, Piccolo! Wie süß schmeckt dieser Sieg jetzt? Das ist krass. Wie süß schmeckt dieser Sieg jetzt? Wie frech er das fragt. Dieser Saiyan ist einfach so kurz vorm Tod, da haben wir noch eine große Fresse einfach. Komm, gerade jetzt leg ich jetzt schlafen. Leicht, dankeschön. Jetzt, wie geht's weiter, ey? Oh, tun Piccolo und Goku jetzt zusammen trainieren? In einem Jahr treffen zwei Saiyajin ein. Nachdem, was Raditz erzählte, lädt Son Goku sofort Piccolo zum gemeinsamen Training ein. Geil. Außerdem überreden sie auf Piccolos Vorschlag hin, Chi-Chi Son Gohan mitmachen zu lassen. Son Goku ist sich sicher, dass ihn das Training stärker gemacht hat. Währenddessen zwei Saiyajin auf dem Weg zur Erde. Ja gut, aber wir haben jetzt keine Kaioken und so, ne? Son Gohan, lass uns einen Trainingskampf machen. Was meinst du? Wirklich? Mit dir, Papa? Na klar, du bist schon viel stärker, als ich jetzt in deinem Alter war. Wir müssen einfach mit deinem Training weitermachen. Findest du nicht auch, Piccolo? Klar, aber er wäre viel stärker, wenn man ihn nicht so verwöhnt hätte. Warum bist du nervös? Komm her, Gohan, Alter. Ich breche deine Nase. Einfach Vater-Sohn-Geballer. Junge, Alter. Hast du mich letztes Mal an deine Mom verpetzt, hä? Ja, du Pisser, du, Alter. Komm mal her mit deinem Pilzkopf. Was ist das für eine Frisur eigentlich? Okay. Hier, Junge. Nur weil ich dein Vater bin, mach ich dir das Leben nicht einfach. Im Gegenteil, ich mach's dir zur Hölle, Junge. Hier, versuch mal das zu tanken, du Pisser. Oh! Ja, guck, für mich ist schon viel, viel besser, weil ich höre die auch reden im Kampf und jetzt habe ich mitbekommen, okay, was, die sind schon eingetroffen quasi. Okay, direkt Sensubin holen. Piccolo, pass auf ihn auf, let's go. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auf die Fresse bekommen. Ich gehe davon aus, weil ich habe keine Kaioken, ich habe keine Genki-Dama, gar nichts. Kein Zenkai-Boost, ja, darf man auch nicht vergessen, ich habe keinen Zenkai-Boost bekommen, also Kakarot. Piu, wie er dahin fliegt. Miau.
Son Goku eilt zum Kittenturm und kehrt sofort zu seinen Gefährten zurück, nachdem er die Senzu-Bohnen erhalten hat. Damn, ich spüre eine gewaltige Energie. Ja, es hat schon angefangen. Son Goku spürt, dass etwas Bedeutsames in diesem Kampf passieren wird. Ja, Yamcha geht drauf. Was auch sonst. Haha. Oder können wir Yamcha retten? Yamcha! Yamcha hat gewonnen? Ah nein, warte mal, Yamcha stirbt nicht? No way. Du bist mein Retter, Son Goku. Warte mal. Son Goku? Natürlich. Du bist bestimmt Kakarot. Ja, Vegeta, komm her, 1 gegen 1. Okay. Jetzt ist interessant. Son Goku, ich helfe dir. Krillin, komm ran. Wir räumen hier mit einem Schlag auf. Los geht's, Jungs. Let's go. Das ist, ey, das, ich feier das Spiel. Ohne Witz, ich... Swat Zero ist einfach geil, Mann. Komm her, du Pflanzendreck, Alter. Was machst du denn? Also, komm mal her. Okay. Greif an, komm. Bam, das Sidestep hier, Junge. Puh. Jetzt wie ein Keycharge, wie witzig, der Pflanzenmann. Nein, 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 nein. Beruhig dich. Wow. Jetzt reicht's mir. Ah, die falsche Taste, ja. Gut. Gut. Jetzt aber. Runter mit dir. Perfekt, der ist down. Wow! Otto-san! Deine Fresse, du Pilzkopf. Piccolo! Bring meinen Sohn mal zum Friseur, Mann. Was hat denn der für eine Friese? Ich dachte, ihr Mac jetzt am Drip. Der, guck den mal an. Was ist denn das für eine Friese? Oh, okay. So, nachdem sie die Pflanzmänner erlegt haben, ist Nappa der nächste Gegner für Son Goku und seine Freunde. Jetzt bin ich mal gespannt. Tenshinhan stellt sich Nappa, aber er und Chaozu werden sofort überwältigt. Son Goku stürzt sich in den Kampf und schafft es, Tenshinhan zu retten. Ey, my man, Chaozu, MVP. Tenshinhan! Chaozu, Tenshinhan! Brauch eine dieser Senzu-Bohnen, schnell! Achso, Chaozu, komm mal, Tenshinhan braucht einen dieser Senzu-Bohnen. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, Tenshinhan! Wie süß er zu ihm gegangen ist! Ja? Du kämpfst jetzt gegen mich, Nappa, komm her. Dann mach besser was Gutes draus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke, dieser Kampf wird schwieriger, weil ich ja keine Kaioken und so hab, ne? Also ich glaube, Nappa erzählt das jetzt schwieriger. Wow, wow, wow. Von unten, boom, grab, rein. Zack, hier bin ich, da bin ich. Ja, dachte ich mir, okay. Der hat was drauf, der Nappa. Alright. Boom. Oh, okay, vielen Dank fürs Treffen, Kakarot. Grab. Wow, wow, wow. Komm auf mich geflogen, komm auf mich geflogen. Das kann er nicht dodgen, oder? Yes, sir. Krillin, we're in this together. Wie? Kommt Krillin zu Hilfe raus? Ich hab's nicht geschafft, ihn zu besiegen! Nein! Gibt's hier auch nochmal ein What-If-Szenario oder wie oder was? Nein, ich hab's nicht geschafft, ihn zu besiegen! No way, warte mal. Warte, 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 warte. Oh nein, er hat mich. Was jetzt? Alto, Tag Team, lass meinen Papa in Ruhe. Masenko! Ich kann mich kaum bewegen. Den mickrigen Ameisen. Ich brauche eine Senzu-Bohne. Ah! Son Goku isst die Senzu-Bohne, die er in seiner Tasche hatte, und erholt sich wieder. Dann bemerkt er die Veränderung in seinem Körper. Jetzt haben wir unseren Zenkai-Boost bekommen. Ich fühle mich sogar noch stärker als vorher. Geil, Alter! Als er sich zum Gohan zuwendet. Mr. Piccolo, no! Piccolo! No.
Was für ein Idiot, das Einzige, was er geändert hat, ist die Reihenfolge, in der ich euch umbringe. Okay, Nappa. No way. Dafür wirst du büßen, Junge. Boah. Son Goku erholt sich dank der Sensu-Bohne, aber währenddessen stirbt Piccolo, als er Son Gohan verteidigt. Son Goku befiehlt Son Gohan, das Schlachtfeld zu verlassen. Gohan, nimm Piccolo und geh, soweit wie möglich weg von mir. Ich darf nicht verlieren. Aber Papa... Zieh ein, Junge. Tu mir, was er sagt, Kleiner. Wenn wir zum Kameo zurück können, musst du Bulma Piccolos Körper retten können. Warum Bulma? Was für euch. Wie nennt dieser Kerl? Er spaziert auf mich zu, als wäre das gar nichts. Wie ich es gedacht hatte. Nachdem seine Wunden verletzt sind, ist er stärker geworden, aber seine schnelle Genesung ist Anlass zur Besorgnis. Es könnte vielleicht zu spät sein, Son Goku. Selbst wenn Piccolos Körper erhalten wird, dann... Ich weiß. Was bedeutet, dass auch die Dragon Balls immer verloren wären? Oh mein Gott. Nein, es ist hoffnungslos. Selbst wenn er stirbt, gibt es doch eine Möglichkeit. Hä? Was laberst du, Krillin? Bevor ihr kamt, haben diese Aliens Piccolo einen Namekianer genannt. Da ist mir was Wichtiges klar geworden. Die Einzelheiten erkläre ich später, aber erst, ich habe Gänsehaut. Ja, wir müssen uns zuerst auch konzentrieren, diesen Kampf zu gewinnen. Spart euch gerne etwas Zeit und greift alle auf einmal an. Noch mehr Leichen, die ich stapeln kann. Junge, wie aggressiv, was ist denn das für... Was sind das für Sprüche? Mich verarschen, Nappa? Okay, warte, ich konnte ihn vorher nicht besiegen. Ich frage mich gerade, ob ich ihn, ob was anderes passiert wäre, wenn ich ihn besiegt hätte. Nappa? Nappa, komm. Wow. Weg mit dir. Geh mal. Wow, 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 wow. Sieht nicht gut aus. Bin ehrlich zu euch, bisher sieht es nicht gut aus tatsächlich. Steh auf. Junge, dieser Napp, Alter. Okay, chill, chill, chill. Lass einfach einen Spartan-Mod gehen. Hey, hör auf, Nappa. Hey. Hey. Lass das. Hey, ich hab Plot Armor, hör auf. Alright. Okay, Vegeta fängt an zu reden. Yeah, safe, Zenkai Boost in euer Gesicht, Alter. That's true, Vegeta. Okay, das ist down. Nein, ich hab ihn wieder nicht besiegt, Junge, der hatte so wenig. Oder hätte ich nur überleben müssen, wahrscheinlich schon. Ja, ja, weil er droppt die Lines, wo er ihn opfert. Ja, okay, shit, beruhigt euch, beruhigt euch. Okay, oh mein Gott, warte. Jetzt, wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Verbindungspunkt zur normalen Story, oder? Wo er einfach Nappa opfert, oder? Der Nappa als Ballast an sich tötet Vegeta ihn ohne nachzudenken. Das ist ein Psycho, er hat gerade ohne Grund seinen Partner getötet. Wir müssen in den Tatsachen ins Auge sehen, diese andere Person ist eine Nummer zu groß für uns. Verzeiht mir Leute, aber ich will im Zweikampf gegen ihn antreten, männlich! I get you, man. Gib ihm saures Selbstvertrauen, du hast selbst gesagt, er ist so stark, dass wir dir nicht helfen können. Ja, aber... Ja, er sagt einfach, yo. Yo, Vegeta, du Pisser, sagt er. Komm jetzt ran. Let's fight somewhere empty. Komm her, Junge. Warte mal. Ich habe, wie gesagt, keine Kaioken etc. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass wir hier ein anderes Ending bekommen. Tenshan Krillin beobachten, wie Son Goku und Vegeta in den Himmel aufsteigen. Nachdem sie einen Ort gefunden haben, an dem es keine Lebewesen gibt, nehmen sie wieder ihre Kampfhaltung ein. Oh, das ist so iconic. Ah, das sind auch, hey, oh. Und so beginnt der Kampf zwischen Vegeta und Son Goku. Das war so ein geiler Kampf. Geiler OC? Wirklich, Vegeta. Willst du direkt drauf gehen, oder was? Komm her. Wow. Okay. Okay. Bam, bam, bam. Grab. Boom, boom. Okay, war stark. Spartan Mode annehmen. Take this, amigo.
Der muss schon werfen. No, 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 no. Nicht so Great Ape. Oh oh. Der hat mich einfach getroffen. No way. Wie geil, guck mal, you clever snake Kakarot. Wie der mit ihm redet wegen dem Mond. Ey, guck, kannst du bitte sehen? Your lack of knowledge will be your undoing. Now watch as my Powerball substitutes as a full moon. Ah, der transmits gerade nebenbei. Bitte, bitte, lass mich einfach fetzen. Nein, nicht schon wieder! Ich hab schon wieder! Schon wieder! So wenig hat ge. Der, warte, der hat sich mittendrin transformiert? Hätte ich ihn davor besiegt, wär's doch gar nicht dazu gekommen. Hey, ich piss mir doch ins Bein gerade. Oder wär's trotzdem dazu gekommen? Wahrscheinlich schon, oder? Great Ape, aka Zaru. Junge, nimm das. Aber drauf. Durch das falsch gedrückt, aber egal. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen, Leute. Niemand hat es gesehen, also wird es auch niemand verstehen, you know? Einfach auf vier drauf vorne. Das ist die Great Ape Tactic. Aufstehen, komm her. Boom, boom, boom. Genau das. Ja. Oh oh. Er hat mich nicht getroffen, perfekt. Ulti reinzünden. Even with your little power, it doesn't change the fact that you're low-class scum. Junge, was low-class scum? HDF fällt sich gerade einfach beiseite. Hau mal ab. Alter, Great. Der hat eine Great Ape hat eine zerfetzte Rüstung. Was ist ab? Jetzt hat Krieg redet. Stopp, 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 stopp. Ja, yeah. Oh mein, ich weiß, was jetzt kommt. Great. Seit wann hat Great Ape eine zerfetzte? Zerfetzten Skin, wie geil das aussieht. Wow, dieser Great Ape sieht so geil aus. Great Ape Vegeta. So. Son Goku verliert nach Vegetas Angriff das Bewusstsein. Halt's Maul. Die Situation erscheint ausweglos zu sein, doch dann gesellt sich wie aus dem Nichts ein unerwarteter Verbündeter zu Son Goku. Ah, danke, Chaozu. Gut, dass du die Sensu-Bohnen dabei hast. Einfach Cheatcode Sensu-Bohnen. Son Goku bekommt eine Sensu-Bohne von Chaozu und erholt sich, aber. Aber, Tenshinhan! Son Goku muss mit ansehen, wie seine Freunde von Vegeta besiegt werden. Wir haben die Sparky-Episode wieder! No way, er hat Krillin getötet. Wir wissen jetzt alle, was kommt, Leute. Ist vorbei, Goku, er ist tot. Der Job, was für Sprüche der Job! Als Maul! Wie sind die Sensenbohnen ausgegangen? Tja, da wird es Zeit für mich, diesen Kampf abzuschließen. In einem schmerzvollen Augenblick wirst du deine Freunde wiedersehen. Nicht Krillin! Oh mein Gott, Leute, wie geil! That's enough! Oh mein Gott, Leute, hat eine Fresse! Wir gehen einfach in der Erde zum Super Saiyajin! Wie geil die das gemacht haben! Oh, deine Fresse! Wer hat denn? Ich bin sprachlos! Halt deine Fresse! What are you? You shut your mouth. Der sagt einfach, halt deine Schnauze! Und wir gehen jetzt Ich hab so fett Gänsehaut, Alter! He's already been killed once. I can never be revived again. I will never. Wir sind einfach in Super Saiyan gegen Vegeta! Warte, was? Wisst ihr, was das Krasse ist? Goku hat einfach... Der ist so richtiger Saiyan gerade! Der hat einfach, der sieht den Mond, also den künstlichen Mond von Vegeta, der nimmt das einfach und zerstört das direkt. Der spielt gar nicht mit denen. Vegeta geht in den Base und der hat keine Chance. Warte, erkennt Vegeta, dass wir,
dass wir der legendäre Super Saiyan sind. Wahrscheinlich schon, oder? Hey Leute, das ist ein richtig geiler Plot gerade, wisst ihr das? Ja, guck, er redet darüber, über den legendären Super Saiyan. Ja, zum Glück habe ich auf Englisch gestellt, weil das kann ich einfach nebenbei mithören. Alter, Maul, Junge, lass mich mal weiterreden. Oh mein Gott, das ist, oh mein Gott, ist das gerade geil gewesen. Hey, ich bin so drauf gespannt, was für What-If-Szenarien noch kommen werden. Wie kann ich so herabwürdig werden? Das ist unvorstellbar. Warte, bringt der ihn um? Ich will dich nie wieder auf diesem Planeten sehen. Diese Demütigung werde ich nicht vergessen. Merk dir meine Worte, Kakarot. Auch ich werde die Grenzen eines Saiyajin überschreiten. Okay, wir lassen ihn am Leben, Logo. Was ist jetzt los? Sag mir, das war ein Traum. Kurz danach fällt Son Gohan. Ah ne, das Bewusstsein. Als er erwacht, ist Son Gohan da. Während er über den Verlust wertvoller Freunde und der Dragon Balls trauert, erinnert er sich, dass Krillin den Planet Namek erwähnt hat. Son Gohan erinnert sich an Vegetas und Nappas Gespräch. Es ging darum, um mögliche Dragon Balls auf dem Planet Namek. Mit Hilfe von Bulma und Mr. Popo kommen sie an ein Raumschiff. Wie geil. Doch Son Goku spürt, dass etwas passieren wird und beschließt, alleine zu gehen. Während Bulma ein Einzelraumschiff für Son Goku organisiert, trainiert dieser wie wild. Son Gohan trifft auf ihn zu. Papa, es tut mir leid, dass ich nicht mitkommen kann, aber versprich mir, dass du Dragon Balls holst, damit wir uns Mr. Piccolo und die anderen zurückwünschen können. Geht klar, Gohan, jetzt verpiss dich. Oh, wir sind schon direkt auf Namek. Goku trifft allein auf den Planeten Namek ein. Ihm bietet sich ein schreckliches Bild. Leichen von Namekianern liegen überall verstreut. Son Gokus düstere Vorahnung hat sich bewahrheitet. Was? Oh, Dende! Dende, hey! Wie nett, wie er nett? Warte, lauf bitte nicht weg! Wie nett der hier ist! Dende hat Angst. It's okay. Schon okay, ich werde dich nicht verspeisen oder so. Hey, hey! Uh-huh. Was jetzt noch? Hey. Oh. Wer zur Hölle bist du? Gehörst du zu ihm? Die Freezer-Soldaten. Das müssen die amerikanischen Dragon Balls sein, die ich auf dem Radar gesehen habe. Die sind viel größer als die auf der Erde. Was ich mich jetzt frage ist, Freunde... Wir haben jetzt Namek, ich glaube, mit drei verschiedenen Szenarien erreicht. Einmal das, mit diesem What-If-Szenario. Einmal normal. Und einmal, einmal gab es ja gar nicht Namek. Da kam ja Freezer hin. Und dann haben wir den gefetzt auf der Erde. Aber sind wir da trotzdem irgendwie auf Namek oder so? Also was mich jetzt frage ist, ob jetzt Namek auch 2 bis 3 Story-Stränge hat. Oder ob sich das alles verbindet. Und dann seine eigene What-If-Szenario noch hat. Was meinst du damit? Schnapp sie dir! Oh, Alter, direkt Schlägerei, komm her, ich habe keine Wahl. Gegen den Kack-Fieser-Soldaten. Wow. Boom. Okay. Warte mal, bei diesem Story-Strang müsste ich mich doch in einen Super Saiyan verwandeln können, ne? Ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht. Warte. Einfach Freezer-Soldat, Junge. Hau mal ab, Digga. Keiner hat Zeit für dich. Alles klar. Ihr wisst alle, warum ich lache. Ich habe natürlich wieder die falsche Taste gedrückt. Jetzt aber nicht. Weg mit dir, du Pisser. Der ist eine harte Nuss. Harte. Deine Kraftstufe ist enorm. Ja, raff dich, Junge. Wie geil das ist, ey. So. Wie geht's jetzt weiter auf Namek? Warte mal. Boom. Okay, die sind down. Wow. Hä?
Diese Energie. Ist es Freezer? Vegeta! Was?! Halt deine Fresse! Vegeta ist Super Saiyan gegangen auf Namek! So, Goku steht vor jemandem, der ihm selbst ähnelt. Vegeta hat seine Super Saiyan-Kräfte entdeckt. Auch Vegeta sucht nach den Dragon Balls. Jetzt stellt er sich Son Goku in den Weg. Freezer ist erledigt. Bleibt also nur noch du, Kakarot. Hat in diesem Storystrang Vegeta Freezer besiegt. Die Funken ihres Kampfes fliegen schon bald wieder. Oh mein Gott, sieht Super Saiyan Vegeta in dem Saiyan Armor Outfit geil aus. Was sag ich, Kakarot? Jetzt kann auch ich mich in den legendären Super Saiyan verwandeln. Der hat auch noch seinen Saiyajin-Schwanz! Das ist, ey, Spartan Zero ist so geil. Verstehe, der Kleine ist ein Namekianer. Um alle wieder zu beleben, habe ich keine andere Wahl, als Vegeta zu besiegen. Worauf wolltest du? Werde zum Super Saiyajin oder willst du lieber einfach liegen bleiben und sterben? Verdammt, ist das geil. Kann er in Super Saiyan gehen oder kann er nicht gehen, Goku? Also ich meine jetzt, okay, Frage hat sich geklärt. Oh mein Gott, Freunde, das ist so... Ey, Sparking, sorry, aber... Hey! Oh mein Gott, look at the moves! Super Saiyan Vegeta? Bruv, no way! No way, wie cool ist dieser Vegeta, bitte? Er hat Freezer getötet, ja! Das ist... Ey, Leute! Gute Frage. Warum braucht er die Dragon Balls? Alter, der dubbt mich gerade einfach. Junge, warte mal, der dubbt mich gerade einfach. Damn it, okay. Was ist hier raus? Okay. Greif an. Zieleine. Okay, damn, ich wollte eigentlich followen. Okay. Was Trash? Dein Vater, Junge. Goku, kannst du auch mal treffen oder was ist mit dir? Weg mit dir, Junge. Okay, nice. Das ist so genial. Selbst als Super Saiyan bin ich diesen niedrigen Clown noch unterlegen. Wie geht das? Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Um ein wahrer Super Saiyan zu sein, braucht man ein reines Herz, erweckt durch Zorn. Und das habe ich. Haref? Was ist da? Der erfindet einfach irgendwas. Woher willst du das wissen? Allein dein Zorn hat dir geholfen, die Transformation zu erreichen, aber dir fehlt noch das Zeug dazu, ihre wahre Kraft zu entfesseln. Der base den richtig. Komm jetzt, you fool Szene gegen Vegeta? Oh, ich werde dich nicht töten. Und nein, es geht nicht darum, dass du keine Schmach spüren sollst. Wie aggressiv Goku auf einmal ist. Es geht darum, dass irgendwann noch mal gegen dich kämpfen will. Wenn du also wieder bereit bist, kannst du dich darauf verlassen, dass ich es auch bin. Boah, wie cool die Szene ist. Kakarot! Wie stolz Vegeta ist! Du bist wirklich ein Saiyajin, oder? Wie stolz der auf ihn ist! Dann werde ich das nächste Mal, wenn wir uns sehen, stärker sein. Stark genug, um mich ein für alle Mal zu vernichten. Ey, das Vegeta sieht so geil aus als Super Saiyajin in dieser... In dem Saiyan Arm. What? In diesem. Ich kann nicht reden, so geil sieht der aus. Und mit seinem Saiyan Swans auch noch einfach. Und so endet der Super Saiyan-Kampf zwischen Son Goku und Vegeta. Unser Held sieht zu, wie sein neuer Rivale sich vom Planet Namek verabschiedet.
Son Goku kehrt triumphierend zur Erde zurück, um mit seiner Familie und seinen Freunden zu feiern, da auf ihrer Welt nun Frieden herrscht. Lol. Mit jeder weiteren Verbesserung von Son Goku stellt sich die Frage, wie stark wird er noch werden? Das wird sich nur mit der Zeit und seiner nächsten Herausforderung zeigen. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.